Richtig, ich kann jetzt meine iPhone-Nachrichten am PC beantworten, ohne das Telefon in die Hand nehmen zu müssen. Ihr wollt das auch? Dann sage ich euch, wie das geht und was ihr dazu braucht. Hi, ich bin der Patrick aus der Expert Zone. Wenn ihr am PC seid, egal ob beruflich oder Freizeit, ist das Telefon meist irgendwo in der Nähe. Wenn ihr aber jetzt etwas vertieft seid, weil ihr gerade irgendwie im Flow seid, was schreibt oder gerade das Spiel vielleicht besonders gut läuft und sich das Telefon bei euch meldet, dann macht ihr meistens was? Richtig, ihr lasst euch ablenken, um nachzuschauen, was da gerade passiert. Und vielleicht nutzt ihr dann auch gleich die Gelegenheit, um eure Social Accounts zu checken und zu gucken, was da gerade so los ist. Fakt ist aber, wir haben unser Tun gerade unterbrochen. Smartphone Link hilft dabei, das Telefon im Blick zu behalten, aber ohne es in die Hand nehmen zu müssen. Wir Menschen sind einfach zu neugierig und wir müssen immer wissen, was da los ist. Wir ticken einfach so. Dadurch, dass ich mein iPhone mit dem Windows 11 PC verbunden habe, sehe ich sofort, was da los ist. Oder genauer gesagt, ich erhalte Benachrichtigungen, SMS-Nachrichten und kann auch Telefonanrufe am PC führen oder halt auch entgegennehmen. Alles, was ihr braucht, ist ein iPhone. Da installiert ihr euch die Link zu Windows App und ihr braucht Windows 11. Dort startet ihr die Smartphone-Link-App und scannt mit eurem iPhone den QR-Code, der da angezeigt wird. Euer iPhone will sich jetzt via Bluetooth mit eurem Windows 11 PC verbinden. Bestätigt auf beiden Geräten die Kopplung und dann geht's auch schon los. Ihr bekommt sofort die letzten und zukünftigen Benachrichtigungen angezeigt und habt so immer im Blick, sobald euch eine neue Push-Benachrichtigung erreicht. Das könnt ihr auch direkt mal mit unserem YouTube-Kanal testen. Klickt mal hier unten jetzt auf Abonnieren, aktiviert die Glocke und wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr auch gleich mal das Video liken. Sobald wir jetzt ein neues Video online stellen, bekommt ihr dann sofort die Nachricht auf eurem PC und auf dem iPhone. Damit ihr auch eure SMS-Nachrichten auf dem PC lesen könnt, müsst ihr Windows 11 die Berechtigung dazu erteilen. Windows schreibt zwar hier in der Anleitung, wie ihr das machen müsst, aber ich zeige es euch einfach kurz. Geht in die Einstellung eures iPhones, geht da auf Bluetooth und wählt jetzt einfach den PC aus, mit dem ihr euch verbunden habt. Der Name des PCs wird euch während der Kopplung angezeigt, nur falls ihr euch den jetzt gerade nicht gemerkt habt. Legt jetzt den Schalter für Mitteilungen teilen um. Wenn ihr schon dabei seid und auch Anrufe über euren Windows 11 PC führen wollt, müsst ihr zusätzlich noch die Synchronisation aktivieren. Habt ihr das gemacht, könnt ihr euer iPhone in der Tasche, am Ladegerät oder sonst wo lassen und ihr könnt ganz bequem über euer Windows 11 PC darauf zugreifen. Übrigens, wenn ihr eure Fotos von eurem iPhone auch an eurem PC haben wollt, dann startet ihr die Windows Foto Anzeige App und installiert euch da die iCloud App aus dem Microsoft Store. Nach der Anmeldung in der iCloud stehen euch dann sofort alle Bilder in der Windows Foto Anzeige App zur Verfügung. Und das super Praktische, finde ich dabei, ist, dass sämtliche Bilder aus der iCloud, OneDrive und vom PC an einem einzigen Ort zusammenkommen. Das heißt, ich habe nicht mehr unterschiedliche Apps und unterschiedliche Orte, sondern es ist alles in einer App. Super praktisch. Also nochmal zusammengefasst, ihr braucht Windows 11. Wenn ihr die Smartphone-Link-App öffnet und iPhone nicht auswählbar ist, solltet ihr unbedingt mal euer Windows 11-Gerät auf die neuesten Updates hin prüfen. Euer iPhone muss mindestens iOS 14 haben und falls ihr euer Android-Gerät an den Start bekommen wollt, dann solltet ihr das mindestens Android 7 haben. So, das war's von mir. Probiert's gerne mal aus und schreibt mir auch in die Kommentare, ob das bei euch auch so einfach funktioniert. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Das war's. Ich sage Dankeschön. Bis dann.